Okay, Leute, falls ihr noch günstige Coins braucht, checkt mal meine Sponsoren IG Fold und MMOGAOS. Links und Team of the Season Rabattcodes findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Footdraft-Video. Und heute gibt es das Gareth Bale 92er Man of the Match Footdraft. Ihr habt es ja gesehen, im Champions League Finale hat Bale die Man of the Match Karte bekommen. Ihr wisst es. Und natürlich haben wir den heute mal wieder in Footdraft gezogen. Mega kranker Spieler. Und ich sag's euch, es ist auch so, zusammen mit Bale ein richtig krankes Team geworden. Und ich sag's euch, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Team anzuschauen. Und würde ich sagen, starten wir ins Teambuilding. Let's go! Okay, Leute, da ist sie wieder. Wieder 3-4-3 Formation. Ich ziehe in letzter Zeit nur noch diese perfekte Formation! 95er Higuain, boom, Digga, nice! Okay, fresher Spieler, den hatte ich dieses Jahr in Footdraft noch nie, glaube ich. Geil, Mann, okay, wir nehmen den 95er Higuain mit. Ey, der Typ sieht schon wieder aggressiv aus, so muss das sein. Wenn wir jetzt gleich hier noch Messi ziehen, dann noch Di Maria oder so, ey, das wäre die perfekte rechte Seite, ihr wisst es. Okay, come on, rechter Flügel, Lionel Messi, Gareth Bale, Man of the Match! Oh, shit, Digga, boom, Mann, was sind das für Spieler hier schon wieder? Oh mein Gott, ey, Man of the Match, Gareth fucking Bale. Mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Den gibt's ja auch. Oh shit, ey, nice, okay. Nehmen wir sofort mit. Das wird hier ein absolut unnormales Gareth Bale, Man of the Match Footdraft. Zieht's euch rein, ey, der Typ sieht einfach nur fresh aus. 98 Tempo. Ey, stellt euch mal vor, Ronaldo, der hat nicht gut gespielt, ihr wisst es. Aber stellt euch mal vor, EA hätte dem, weil er ja quasi das entscheidende Tor gemacht hat, klar, es war nur der Elfmeter, aber es war ja trotzdem das entscheidende Tor. Stellt euch mal vor, der hätte einen Man of the Match, einen Hero oder was weiß ich, mit einer 100 bekommen. 100er Hero, 100er Man of the Match. Ey, das wäre so krank gewesen. Ich glaube, ich hätte mein ganzes Geld fürs Packs ausgegeben. Das wäre nicht gut gewesen für mich, aber es wäre einfach nur geil gewesen. Egal, weiter geht es auf dem linken Flügel. Komm, jetzt hier noch Cristiano Ronaldo, Nani noch. Okay, nice, Mann. Der nächste geile Team of the Season mit Nani. Ey, was wird das hier für ein geiles Footdraft, Mann? Falls ihr noch Coins braucht, checkt meine Sponsoren IG Fold und MMOJAOS. Ihr wisst Bescheid, Links sind unten in der Videobeschreibung. Kriegt ihr günstige Coins. Und wer noch ein bisschen sparen will, kann auf jeden Fall noch den Team of the Season Rabattcode einlösen. Der ist auch in der Videobeschreibung. Visca Barca ist hier am Start, der nächste Team of the Season. Und Ferreira Carrasco. Okay, ja, wir sollten den hier mitnehmen. Der Typ ist eigentlich gar nicht schlecht. Auch im CL-Finale hat er richtig gut gespielt, hat er auch das eine Tor gemacht. Aber weiter geht's jetzt. Hier im zentralen Mittelfeld, Pogba und Nainggolan. Boom. Den nächsten kranken Spieler, okay. Nainggolan würde beide linken. Aber wir sollten wohl eher Pogba mitnehmen, oder was meint ihr? Team of the Year Pogba ist dann schon, ja, doch nochmal ein bisschen fresher und ein bisschen besser, würde ich sagen. Wir nehmen den mit. Vielleicht ziehen wir jetzt hier nochmal Nainggolan. Come on, Benja und Pjanic, okay. Nice, Mann. Pjanic mindestens, ja, ich glaube sogar noch besser als Nainggolan. Hier wäre nochmal Nainggolan. Aber wir nehmen Pjanic mit, okay. Nice, ey, guckt euch mal das Team an bislang. Einfach nur krank, wenn jetzt das linke Mittelfeld. Oh, scheiße, ey, das. Ey, Chabalala hat auch ein Team of the Season. Könnt ihr euch an den erinnern? Der hat ja bei der WM 2006. Ne, bei der WM 2010, sowas, glaube ich. Hat er das Eröffnungstor gemacht, oder war das 2010? Genau, in Südafrika. Der Typ ist einfach eine Legende. Dieser Name ist einfach geil. Okay, Innenverteidigung. Los geht es, Koulibaly. Der nächste Team of the Season. Okay, der spielt auch Serie A. Den können wir eigentlich gebrauchen. Den nehmen wir auch mit, Mann. Den stellen wir gleich hier in die Mitte. Und dann bringt das auf jeden Fall ein bisschen Chemie, würde ich sagen. Otamendi. Chidiu hätten wir hinten noch. Oder Chidiu, kein Plan, wie der ausgesprochen wird. Können wir natürlich hier rüberstellen. Aber der würde dem linken Mittelfeldspieler keinen Perfect Link geben. Also bringt uns das jetzt momentan auch nicht so viel. Aber der Rest bringt uns eigentlich wirklich... Ja, okay, doch, wir nehmen lieber Vidic mit. Wenn man das Ganze so... Dann haben wir 72 Chemie, 184er Bewertung. Komm, der letzte Spieler muss nochmal gut werden. Victor Ruiz, Mascherano haben wir auch noch. Okay, und Mathieu. Ich glaube, wir sollten Mathieu mitnehmen. Der ist noch Franzose. Der linkt dann noch hier Koulibaly. Okay, Verteidigung ist jetzt nicht die allerbeste, aber ist stabil. Kann man auf jeden Fall mitspielen. Und der Torwart ist nicht stabil bislang. Okay, Silizen, Volpi, passt überhaupt ein Torwart? Ja, der hier. Okay, wir müssen den hier mitnehmen. Bizarri oder Helton. Ne, ich will jetzt keinen 75er Torwart mitnehmen. Das, ja, müssen wir aber eigentlich machen. Okay, wir nehmen den erstmal mit. Helton mit der Jogginghose wäre zwar besser, aber wir nehmen erstmal den mit. Okay, weiter geht es. 88er Rating bislang. Nur kann man sagen. So krank ist das Team. Muss man sagen, bislang noch nicht. Okay, wir nehmen Man of the Match Marco Reus mit. Weiter geht es. Kaká, Suarez, Sanchez, Lamela und Co. Ach du Kacke, ey. Wen sollen wir mitnehmen? Wir können eigentlich
Ich weiß gar nicht, was ich hier baue. Wir bräuchten eigentlich Messi. Der würde hier Gwen linken. Das würde dann ja reichen für 10 Chemie. Mehr brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Wir brauchen einfach nur Messi. Das heißt, wir nehmen Sanchez mit. Der ist der beste Spieler. Come on. Lionel Messi, da ist der doch. 97er, was für 97er? 96er Lionel Messi. Boom, Digga. Komm erstmal Ferreira Carrasco raus. Aber wir lassen das erstmal so. Okay, wir lassen das erstmal so. Sind wir auf 91. Na, warte mal. Wenn wir das hier tauschen, bringt auch nichts mehr. Okay. Messi wäre eigentlich oben auf dem Flügel besser. Nette Higuain. Voll. Ne, war auch nicht volle Chemie. Stimmt. Der hat ja keinen. Ach, fuck, ey. Okay. Der hat dann immer noch einen roten Link. Das ist nicht so fresh. Aber kann man nichts machen. Okay, Di Maria. Nice, Mann. Alter, was haben wir für eine rechte Seite? Die ist zu krank, die rechte Seite, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir nehmen Di Maria mit. Wenn wir den hier oben hinstellen würden, hätten wir 94 Chemie. Aber dann müsste Bay Man of the Match raus. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wir können ja Bale gleich, wir wechseln den natürlich sofort ein, weil Di Maria haben wir jetzt schon so oft in einem Footdraft gehabt. Ich ziehe den mittlerweile jedes Mal bei Footdraft. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber der ist jedes Mal dabei. Okay, Honey ziehe ich auch richtig oft. Victor Ruiz hätten wir ja noch. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch gebrauchen können. Okay, so richtig können wir gar nichts gebrauchen. Warte mal, wir sind erst auf 94. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Innenverteidiger, aber am besten aus der Serie A. Da würde uns der jetzt nichts bringen. Oder Kozawa. Ich weiß nicht, bringt uns Kozawa mehr? Ich glaube auch. Aber was soll's, wir nehmen Hector mit. Ich glaube, die hätten uns alle nicht viel gebracht. Deswegen ist eigentlich scheißegal. Salah ziehen wir noch. Digga, wie viele rechte Flügelspieler wollen wir eigentlich noch ziehen? Wir nehmen den mit. 87er Rating. Okay, wir sind leider nur noch bei einer 89. Badi, Gesal, schon wieder ein rechter Flügel. Und Gameiro hätten wir auch noch am Start. Warte mal, wir könnten Gameiro mitnehmen, wenn wir den vorne in den Sturm stellen würden. Messi hier hinstellen. Was brauche ich hier gerade? Keine Ahnung. Warte mal, Bale wieder mit ins Team. Okay, das würde gar nichts bringen. So wird das ein bisschen was bringen. Aber dann wären wir auch auf 94. Dann können wir es auch so lassen, wie wir es gerade eben hatten. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Komm, ganz gechillt bleiben. Arthur und James Rodriguez. Und Müller hätten wir noch fürs zentrale Mittelfeld. Digga, der nächste Man of the Match wäre das. Wir könnten natürlich jetzt auch noch ein bisschen Bundesliga hier einbauen. Das ist jetzt die Frage. Mit Müller und Reus. Ah, dann wäre Nani ganz alleine da oben. Und das wäre auch nicht so perfekt. Egal, wir nehmen einfach Müller mit. Schauen wir mal, ey. Ich weiß echt nicht, was ich hier so richtig baue. Aber wir sollten irgendwie auf 100 Chemie kommen. Macht euch da keine Sorgen. Das schaffen wir noch. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Pjanic könnte jetzt gleich raus für Müller. Dann müsste halt Reus auf die linke Seite. Aber dann haben wir keinen anderen linken Flügel. Warum haben wir nur... Wir haben nur rechte Flügelspieler. Oder wir stellen Hector ins linke Mittelfeld und Reus auf die linke Flügelposition. Egal, wir machen erstmal die letzten drei Spieler noch. Okay, Ayhan. Warte mal, doch, den könnten wir mitnehmen. Okay, das wäre eigentlich gut. Das wäre eigentlich gut. Oder dieser Rodriguez hier, der wäre auch nicht schlecht. Der spielt ja auch Serie A, ne? Okay, ist jetzt die Frage. Würde auch noch unseren Torhüter linken. Aber es wollen viele von euch ja auch mal ein paar Super League-Spieler nehmen. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir nehmen den hier raus und dann sind wir auf 97. Okay, es hat es auf jeden Fall gebracht hier erstmal. Drei Chemiepunkte könnten wir eventuell mit Manager bekommen. Warte mal, wir stellen das nochmal eben so um, wie wir das eben hatten. Zack, dann, wen hatten wir hier? Di Maria, ne? Ne, wen hatten wir hier? Kein Plan, Mann. Wer hatten wir hier überhaupt? Ne, wir hatten das so. Warte, Di Maria, zack, und dann die beiden hier tauschen. Dann sind wir auch immer noch auf 97. Hat jetzt nicht viel mehr gebracht. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, noch einen neuen Torhüter gleich. Dann wäre das eigentlich fresh. Okay, die linke Seite ist in Ordnung. Die rechte Seite auch. Wir brauchen einfach nur noch einen neuen Torhüter. Aber den ziehen wir hier gerade nicht. Okay, hier wäre der nächste Innenverteidiger Reyes. Aber wir nehmen diesen Ivanovic mit, Digga. Der bringt uns auch nichts. Okay, komm, letzter Spieler. Bitte lass es einen passenden Torhüter werden. Es wird ein Silbertorwart, ey. Fabiano. Aber der würde kein Perfect Link da an Eiern geben. Deswegen bringt er uns nicht viel. Den Brasilianer haben wir jetzt auch nicht mehr in der Verteidigung. Ey, scheiße, aber... Ja, wir können den mitnehmen. Würde uns ja auch nicht viel mehr bringen. Aber ihr seht es. Dann können wir auch den hier drin lassen. Der hat da noch ein Rating mehr. Egal, wir sortieren mal kurz und dann schaue ich mal, was ich hier noch rausholen kann. Okay, Leute, zieht euch mal diese Man of the Match Bank rein. Ist richtig hardcore hier. Okay, Ivanovic kommt noch raus. Kommen wir noch auf 90. Schade, Mann, leider nicht. Vielleicht mit Manager, aber das wird knapp. Ey, drei Chemiepunkte. Okay, wir bräuchten Argentinien, dann hätten wir zwei Chemiepunkte. Wir bräuchten... Gibt es einen Serie A Manager? Keine Ahnung. Der müsste dann perfekt noch Argentinier sein. Ja, wir haben hier einen Argentinier, kommen wir auf 100. Doch! Stimmt, mit Di Maria. Dann sind... Ah ja, unser Torwart auch noch. Genau. Wir haben ja richtig viele Argentinier hier am Start. Okay, nice. Wir haben 189er Draft. Ich würde sagen, ey, das ist richtig fresh, Mann. Das ist echt in Ordnung.
Vor allem, wir haben einfach geile Spieler, Mann. Bale, Man of the Match, um den dreht sich natürlich hier das gesamte Footdraft. Und den werden wir natürlich gleich sofort zu Beginn des Spiels einwechseln. Guckt euch diese Man of the Match Bank an. 5 Stück, Mann. Und dann hier noch die linke Seite mit Nani, Team of the Season. Bin ich mal gespannt. Und dann würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel. Let's go, Jungs. Schütte mal, ich esse gerade noch meinen Joghurt hier. Okay, 189er Draft bei ihm, Digga. Scheiße, jetzt muss ich meinen Joghurt wieder abbrechen. So schnell findet man nie einen Gegner. Jetzt hat man auf einmal in 2 Sekunden einen. Das ist immer so. Wenn man keinen Gegner braucht, dann kommt er direkt. Und wenn man einen sucht, dann sucht man 10 Stunden und wartet also einfach seine Zeit ab. Digga, was ist mit Casillas los? Er passt einfach komplett nicht ins Team. Aber sonst ist sein Team fresh, ey. Volles BBVA-Team, außer Casillas. Aber der ist ja quasi BBVA-Spieler, solange wie der da war bei Real. Aber kam leider nicht an. Okay, Pogba, wir schicken mal da hinten. Nani, Digga, was ein Pass. Und Nani, der hat's drauf, das wissen wir alle. Komm, Nani. Oh, habt ihr das gesehen, wie schnell der die Skills macht? Jetzt bringen wir die Flanke da hinten auf. Higuain. Oh, Nani. Digga, was war das denn? Das Tor war leer. Habt ihr den Schuss gesehen? Wo zieht er den denn hin? Alter, ey. Okay, den hätte ich vielleicht nochmal stoppen sollen, aber dann wäre der Torwart wieder im Tor gewesen. Ich muss den Volley nehmen. Komm, wir gehen vorbei, schön. Und wenn wir jetzt einen Longshot raushauen können, ey. Oh, was hat der Typ für einen Schuss? Anschießen, jawohl, der war gut, ey, komm. War aber noch gut gemacht. Nein, 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 was mache ich? Boah, der war knapp. Aber egal, wir kommen durch. Schön, Mann. Und jetzt flanken wir da hinten auf. Higuain! Golasso, 1:0. Perfekte Flanke von Nani, Mann. Nice gemacht. Eigentlich wollte ich noch einen Fallrückzieher machen hier, oder Seitfallzieher. Mit Higuain, aber ich glaube, der Typ ist zu groß und zu breit und was weiß ich. Ich glaube, der hat keinen Bock drauf. Der macht lieber einen ganz gechillten Kopfball. Ist sicherer. Nein, nein, okay, das war gut. Nein, Torwart, nein, nein, nein. Geh zurück in dein scheiß Tor. Ich habe einmal drauf gedrückt. Einmal habe ich drauf gedrückt, dass er rauskommen sollte. Und er läuft bis zum 16er. Und geht nicht zurück. Ich hasse das. In FIFA 16. Die Torhüter gehen einfach nicht zurück, wenn man loslässt. Das ist richtig dumm. Ja, okay, das war vielleicht meine Schuld. Ich hätte gar nicht drücken sollen, aber trotzdem. Junge, der Gegner. Nein! Und dann kriegt er den noch. Oh, wie kann man so viel Glück haben? Ey, das gibt es. Ich habe ja die Aktion gesehen. Koke, Mars. Ey, er kriegt den Ball noch perfekt. Irgendwie mit der Hacke mitgenommen. Oh, was war das für eine Aktion? Und dann zimmert er den noch gegen den Posten. Oh, was eine Grätsche, Mann. Okay, jetzt haben wir die Chance. Wir schicken Higuain durch und der muss den noch einfach nur machen. Okay, das könnte... Nein, ach du Scheiße, Mann, und dann faul ich ihn noch weg. Ey, da hat Neymar gerade diese komische Bewegung wieder gemacht. Das kann man doch nicht verteidigen. Ey, und Koulibaly knockt den voll weg. Ey, Scheiße, ey. Ja, der fällt auch wieder direkt. Okay, wenn er den jetzt reinmacht, dann war es das. Das könnte die Entscheidung sein. Bizarri, komm, ey, du musst den halten. Das ist die letzte Möglichkeit. Wir müssen den halten und Bizarri hält den. Nice, Mann, okay. Komm, jetzt geht alles nach vorne. Nani, nimm den Ball mit. Warum flickst du den? Och. Oh Mann, das war's. 2:1 verloren, aber ich muss sagen, der zweiten Halbzeit hatte der Gegner sich das verdient hier. Zu gewinnen war trotzdem geiles Spiel, Mann. Ey, Bizarri wurde Spieler des Spiels, Mann. Richtig krank. Auch wenn der Typ jeden Ball nur abprallt. Aber oh, guckt euch das mal an, ey. Er hat zu Recht gewonnen, unser Gegner. Naja, das war's. Soweit von diesem Bale. 92er Man of the Match Footdraft. Ich hoffe mal, es hat euch wieder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und natürlich auch ein Abo und über 3000 Likes. Würde ich mich richtig freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Heute gibt es höchstwahrscheinlich 2 Videos. Also checkt gleich auf jeden Fall noch das nächste Video aus. Und es gibt gerade höchstwahrscheinlich noch einen FIFA 16 Livestream. Also, wer da vorbeischauen will, wir werden natürlich richtig viele Packs öffnen und geile Footdrafts bauen. 192er und so weiter. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Link zu meinem Twitch-Account ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe mal, ihr seid am Start. So ungefähr um 20 Uhr geht's los. Und da würde ich sagen, sehen wir uns entweder gleich wieder beim nächsten Video oder morgen. Macht's gut, falls ihr noch Coins braucht. Checkt meinen Sponsoren IG Fall und MMOJ aus. Links in der Videobeschreibung. Team of the Season. Rabattcode gibt es auch in der Videobeschreibung. Macht's gut, haut da rein und ciao.